Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier in unserer Kirchengemeinde Mayendorf-Oldenfelde. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und diese Andacht mit uns feiern. Diesmal aus der Dietrich-Bonhoeffer Kirche in Oldenfelde. Mit dieser Andacht beschließen wir unsere Reihe Wort und Musik im Kirchenjahreskreis. Heute, am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Totensonntag. Es ist für uns ein Anlass, zurückzublicken. Und wir schauen nach vorn auf die himmlische Herrlichkeit, die uns erwartet. Wachet auf, ruft uns die Stimme, ist das Lied, das uns in dieser Andacht auf vielfältige Weise begleiten wird. Philipp Nicolai, Pfarrer in Unna in Westfalen und später Hauptpastor an der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg, hat es geschrieben zur Zeit der Pest im Jahre 1597. Ein Trostlied wurde es, denn die Pest lässt plötzlich die Welt in einem anderen Licht erscheinen. Trost, Hoffnung und Zuversicht stehen an erster Stelle. Der Blick richtet sich auf das Jenseits, auf eine Welt im himmlischen Jerusalem. In selten gekonnter Weise spannt das Lied den Bogen vom alttestamentlichen Propheten Jesaja über das Matthäusevangelium bis hin zur Offenbarung des Johannes. Philipp Nicolai wollte mit diesem Lied trösten, seine eigene Seele und die seiner Mitmenschen. Er hat es versucht mit dem Bild aus der Bibel, dem Bild vom Freudenmahl am Ende der Tage, wo Christus sich mit den Menschen vereint und Leid und Geschrei ein Ende haben. Er hat es versucht mit einer Melodie, die sich seitdem in die Herzen vieler Menschen eingeprägt hat. Und so wurde auch das Lied »Der König der Choräle« genannt. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wir beten den 126. Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt
und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus im 25. Kapitel. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe,
der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würden es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wort des lebendigen Gottes. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut dir vor Freude springen. Sie wachet und steht heulend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel mächtig, von Glorienstern von Lesung aus der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Ewiger Gott, unsere Zeit liegt in deinen Händen. Dein ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Wir bitten dich für deine Kirche, dass in ihr das Evangelium, die frohe Botschaft, verkündet wird, damit viele Menschen Gottes Liebe erkennen, verzagte Mut und Hoffnung gewinnen und allen Gottes Herrlichkeit aufgeht mitten im Vergehen der Zeit. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Ewiger Gott, wir bitten für alle, die verantwortlich sind für Recht und Politik, Wirtschaft und öffentliche Meinung, dass sie Frieden und Gerechtigkeit höher stellen als eigensüchtige Interessen und Pläne. Wir bitten dich für uns alle um Gottes Geist, damit wir Trägheit und Selbstmitleid, Selbstüberschätzung und Sorge überwinden, damit wir bei unserer Arbeit für andere Gottes Liebe das Entscheidende zutrauen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Ewiger Gott, wir bitten dich für die Trauernden, die einen Menschen vermissen, für alle, die sich vor dem Sterben fürchten und für die, die ihren Tod herbeisehnen, dass Gott ihnen nahe ist mit Kraft und Trost. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. So denken wir jetzt in der Stille an diejenigen, die uns heute in besonderer Weise am Herzen liegen. Allmächtiger, barmherziger Gott, im Vertrauen auf deine Verheißung, zum Leben berufen in Jesus Christus, warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun wachsam in diese neue Woche und in das neue Kirchenjahr. Behütet jeden Augenblick, denn er ist kostbar wie kein anderer. So segne euch Gott mit der Kraft der Erde, so könnt ihr vertrauen. Er segne euch mit der Weite des Himmels, so könnt ihr freigeben. Er segne euch mit der Hoffnung des Geistes, und ihr könnt jeden Tag neu aufstehen und ins Leben gehen. So segne und behüte euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.